Die Buchhandlung Störs Lesefutter in Traskirchen feierte ihren ersten Geburtstag. Natürlich stellten sich da auch eine Reihe namhafter Autorinnen und Autoren als Gratulanten ein. Störs Lesefutter in Traskirchen feierte Geburtstag. Vor einem Jahr wagten Michi Tinhof und Stefan Stör den Schritt und eröffneten den etwas anderen Buchladen. Ein Jahr Lesefutter. Was glauben Sie, wie viele Kilo haben Sie denn verkauft vom Futter? Hunderte, Tausende. Keine Vorstellung. Keine Ahnung. Wir werden einfach zählen, das zweite Jahr sozusagen. Nein, jetzt wir kommen nicht beginnen. Zum Zählen. Gott sei Dank kommen wir nicht dazu, die Kilo zu zählen. Also vermutlich können wir auch beim zweiten Geburtstag dann die Frage nicht beantworten. Wie schnell ist denn das Jahr jetzt vergangen? Wie im Flug. Ja. Das war eine Momentaufnahme, war wunderschön. Und es ist irgendwie so, einerseits sind wir jetzt gerade ein Jahr da und es wirkt wie ganz kurz, andererseits, so wie uns die Kunden und Kundinnen wahrnehmen, wirkt so, wie wenn wir schon ewig da in Traiskirchen wären. Zum Geburtstagsfest kamen nicht nur viele neue Freunde aus Traiskirchen, sondern auch bekannte Autoren. So lasen Rotraud Schöberl und Alex Beer aus Radieschen von unten im Garten. Während sie darüber nachdachte, entdeckte sie eine besonders ekelhafte Nacktschnecke, die sich in Richtung der größten Zucchini bewegte. Die Schleimspur haftete schon auf den Blättern. Das hier könnte der Garten Eden sein, wären diese widerlichen Biester nicht wären. Die Schnecke erinnerte sie an ihren Mann. Der fahle Teint, die Glubschaugen mit ihrem Adam, wäre das hier das Paradies. Wenn sie nichts tut, wird dieser Schädling sehr bald die Zucchini entdecken. Das wird sie nicht zulassen. Plötzlich steht Egon neben ihr. Was gibt's zum Abendessen? Gulasch von gestern. Toll, sagte er so gehässig wie immer, als wäre sie seine Angestellte. Und während sie ins Haus gehen, fragt sie sich, wo hat sie eigentlich das Rattengift aufgehoben? Danach standen die beiden auch noch für Autogramme zur Verfügung. Ja, es ist wunderschön da in dem Garten und nachdem wir heute ja auch dieses Radieschen von unten, also die Gartenmauer vorgestellt haben, hätte die Kulisse gar nicht besser sein können. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, es ist so wie ich mir Buchhandlungen immer wünsche, nämlich wie ein Wohnzimmer und das ist es hier und sie machen wahnsinnig viele Veranstaltungen. Es ist meines Wissens allerdings die einzige Buchhandlung mit so einem Garten dran wie hier. Das ist natürlich ein Traum. Und ich denke mal, aus Traiskirchen und Umgebung, die müssten alle da herkommen, weil du hast nicht nur den Lesestoff, du bist aufgehoben, du hast Anregungen. Du kriegst so viel Input. Ja, es ist einfach toll. Euer Konzept ist voll aufgegangen. Wohnzimmerstimmung, Bücher, Lesen. Ja. Wir sind gelandet und ich glaube, man sieht das mit großem Wohlwollen, ja, was wir hier versuchen anzubieten. Und, ja. Was wurde am stärksten angenommen? Die Atmosphäre, die Auswahl der Bücher. Also wir stehen ja jetzt gerade bezeichnenderweise vor den Kinderbüchern. Wir haben im August, glaube ich, 2 Meter Bilderbücher verkauft. Nur. Und das im August, wo wir eine Woche Urlaub hatten. Und es wird alles toll angenommen, dieses Leute treffen, zufällig oder absichtlich, der Café, die Lesungen und Veranstaltungen, die wir machen. Also die Gespräche, unsere Kundinnen sind einfach echt glücklich, dass es uns gibt. Ebenfalls zu Gast war Thriller-Autor Andreas Gruber. Sie haben schon viel Lesefutter heute signiert? Ja. Ja, ich habe schon viel signiert. Ich habe sogar schon ein Buch signiert, was nicht von mir war. Da ist eine junge Frau gekommen, die hat Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mitgehabt, von der Christiane F. Ja, und da hat es mich gebeten, ob ich das signiere. Ich habe ja halt reingeschrieben, keine Macht in Drogen. Sie sind auch hier heute auf der Suche nach neuem Lesefutter. Nachdem ich in der Nachbargemeinde wohne und Störs Lesefutter und die Inhaberin und den Inhaber schon länger kenne, bin ich total begeistert, dass erstens der erste Geburtstag heute gefeiert wird und zweitens, dass auch namhafte Autorinnen zu Gast sind und hier heute gelesen haben. Ul war nämlich weit mehr als eine Sesselfrau. Sie war auch Kummertante und Ratgeberin. Ihre ruhige, unaufdringliche Art und die entspannte Aura des Gartens brachten die Leute dazu, sich zu öffnen, wie die Knospen der Blumen, die hier überall wuchsen. Sie sind auch einer, der gerne Lesefutter verspeist? Voll gern und ich bin einer, der sich mit Stefan und mit der Michi freut, dass wir heute ein Jahresjubiläum feiern können von Störs Lesefutter. Wie gesagt, in der Entstehungsgeschichte vor dem ersten Öffnungstag, das erste Mal Gespräch, das wir miteinander geführt haben über den Aufbau dieses Projekts und Buchladens,
Und jetzt freut man sich einfach. Wir kriegen mit, wir sind selber Stammkunden, ganz privat. Wir unterstützen als Staat natürlich auch strukturell mit vielen Einkäufen, mit vielen Leseinitiativen, die über der Karin Blum ihr Ressort rennen und die ganzen Veranstaltungen. Natürlich strukturell diese Buchhandlung, weil wir wissen, ist eine Seele von einer Stadt, eine Buchhandlung zu haben. Und Michael und Stefan machen das mit so einer Herzlichkeit, mit so einer Liebe, die man spürt das ganze Jahr über. Das merkt man einfach. Und deswegen ist es ein Erfolgsprojekt und heute Alex Bär da und vor allem Rotrad Schöberl gelungener Rahmen.